Sehr geschätzte Damen und Herren, vielen herzlichen Dank fürs Zeitnehmen. Ich darf Sie zu einer gemeinsamen Pressekonferenz zum Thema des Ausbaus der psychosozialen Unterstützung in Oberösterreichs Schulen begrüßen. Am Podium darf ich vorstellen Frau Christine Zehetner, unschwer zu erkennen die Jüngste im Bunde, die BMHS-Landesschulsprecherin. An meiner Seite weiter ist Frau Magistra Katharina Spitzbart, die Leiterin der Schulpsychologie in der Bildungsdirektion von Oberösterreich, sowie Frau Hofrätin Magistra Theresia Schlögelmann, die Leiterin der Kinder- und Jugendhilfe. Wir werden in Oberösterreich die psychosoziale Unterstützung an Oberösterreichs Schulen um 40% aufstocken. Das ist das große inhaltliche Thema dieser Pressekonferenz und ich möchte erklären, warum wir das tun, beziehungsweise welche Angebote in unseren Schulen schon gelegt werden und auch warum dies denn zum einen notwendig ist, beziehungsweise eben auch wirklich aus unserer gemeinsamen Sicht wichtig und richtig zum aktuellen Zeitpunkt ist. Und ein großes Dankeschön geht hier an die Schülerinnen- und Schülervertretung, die wir sind in einem stetigen Austausch und erst unlängst beim letzten Schülerinnen- und Schülerparlament wurde dieses Thema auch sehr intensiv diskutiert und das Anliegen kam von den Schülerinnen und Schülern auch immer wieder zu mir und das nehme ich sehr ernst, weil es direkt von jenen kommt, die es auch betrifft. Oft passiert Bildungspolitik in einem Leuchtturm, aber vorbei an den Bedürfnissen und Notwendigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Und darum freut es mich, dass wir heute auch hier gemeinsam diesen Ausbau präsentieren können, weil es wirklich wesentlich ist, dass wir uns bei noch viel mehr Schritten in der Schule und Maßnahmen und Paketen daran orientieren, was denn die Schülerinnen und Schüler auch an Bedürfnissen haben. Und der Ausbau des Unterstützungsangebots, des mannigfaltigen Unterstützungsgebots in der Schule ist etwas, das dieses Anliegen teile ich und es freut mich, dass wir es jetzt eben auch umsetzen können. Sie finden in der Pressekonferenz Unterlage verschiedene Berufsgruppen und Maßnahmen, die im schulischen Setting schon gesetzt werden. Sie wissen, und es ist nicht nur durch Corona erst offensichtlich, dass es in der Schule, dass oft in der Schule ein Bedarf erkannt wird, der nicht in der Schule entsteht, sondern aus dem Elternhaus, aus dem familiären und befreundeten Umfeld in die Schule hereingetragen wird. Aber dort ist der Ort, wo man eben dieser Bedürfnisse gewahr wird und auch natürlich ein Ort, wo man sich gut drum kümmern kann, weil die Schülerinnen und Schüler über mehrere Stunden in Räumlichkeiten sind, wo man ihnen auch ein Angebot legen kann, wo sie sicher sind, wo sie sich vielleicht auch trauen, etwas zu sagen, wo sie gut begleitet werden können. Das heißt, ein guter Ort, um auch zu helfen. Gleichzeitig gibt es auch natürlich die Notwendigkeit, dass es unterschiedliche Unterstützungsangebote gibt. Es gilt in der Schule wie in der Medizin nicht das Prinzip One Fits All, das heißt, eine Person mit einer Ausbildung kann alle unterschiedlichen Probleme lösen, sondern man muss sich anschauen, was gibt es denn für ein Thema? Welches Problem hat die Schülerin? Welches Bedürfnis hat der Schüler? Und darauf abgestimmt braucht es eine genau auf dieses Problem maßgeschneidertes Lösungsangebot auch. Und daher gibt es im schulischen Setting unterschiedliche Angebote. Das Ziel und die Idee der schulischen Angebote ist jedoch stets, die Bildungschancen der Schülerinnen und Schüler zu heben. Wir können uns im schulischen Setting nicht um gesundheitliche Probleme kümmern. Wir können uns nicht um Probleme kümmern, die vielleicht eine weitere therapeutische Begleitung brauchen. Wir können uns nicht um familiäre Probleme kümmern, die eine Intervention in der Familie auch bedingen würden. Wir können die Dinge unterstützen und begleiten, Anstoß geben, vernetzen und helfen, dass die richtige, an der richtigen Stelle dann die richtige Hilfe gefunden wird. Aber unsere Angebote kreisen insbesondere um die Bildungschancen der Schülerinnen und Schüler, dass die in schwierigen Situationen nicht auch noch vergessen werden, sondern dass die sehr wohl geschützt, gewahrt und auch gehoben werden. Und daher unterschiedliche Angebote für unterschiedliche Probleme. Wir haben gesehen, dass eben gerade durch Corona ein erhöhter Nachfragebedarf an psychosozialer Unterstützung vermerkt wurde. Sicherlich durch Corona auch bedingt und intensiviert, aber gleichzeitig merken wir in der Gesellschaft grundsätzlich mir fällt nur das neumodernische Wort Awareness ein, eine Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung, aber auch den Mut, Dinge anzusprechen und sich Hilfe und Unterstützung zu suchen. Das heißt, auch
Es gibt unterschiedliche Gründe, warum die Nachfrage gesteigert wurde. Und unsere Aufgabe ist es, hinzuschauen und eben ein Angebot zu legen. Und daher helfen wir dort, wo es gebraucht wird und dort, wo sich die Zukunft auch entscheidet, nämlich bei den Jüngsten und genau bei den Bildungschancen und daher eben auch der Ausbau der psychosozialen Unterstützungsteams. Wir haben bis jetzt 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Bereich und werden auf 20 aufstocken, das heißt um 40%. Das ist ein System, das kofinanziert von Seiten des Landes und des Bundes auch ist. Und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in diesem Bereich nicht nur gut geschult und ausgebildet, sodass sie direkt auch und konkret den Schülerinnen und Schülern helfen können. Ich verhehle nicht, dass es vielleicht nicht am ersten Tag gelingen wird, diese 8 Vollzeitäquivalente in die Schule zu bringen, weil natürlich Fachkräftemangel, Sie alle berichten das regelmäßig in Ihren Medien, auch im schulischen Setting und gerade im sozialen Setting einer ist, mit dem wir auch konfrontiert sind. Das heißt, wir schreiben jetzt aus, wir suchen jetzt, damit eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch aufmerksam werden darauf und sich eben hoffentlich bei uns melden und dann ein Angebot gelegt werden kann. Die Frau Magistra Spitzbart koordiniert das dann, wo denn wer auch zum Einsatz kommt. Jetzt sind diese bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr im Zentralraum gebunden und uns wäre es ein Anliegen, dass wir eben ganz bewusst auch in alle Regionen in Oberösterreich hier ein Angebot legen können, damit wir etwas mehr in die Breite kommen, mehr Schülerinnen und Schüler, mehr Schulen auch begleiten können. Es gibt natürlich die Notwendigkeit auch, dass man hier multidisziplinär arbeitet, was auch den sprachlichen Kontext betrifft, weil natürlich gerade die Schülerinnen und Schüler sich, wenn es um Probleme gibt, in ihrer Muttersprache auch ausdrücken wollen, was ich zutiefst verstehe und auch unterstütze. Folglich ist es auch wichtig, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Sprache auch kommunizieren können, da man damit wirklich auch gezielt helfen kann. Und ich freue mich, dass wir dieses Angebot auf den Weg bringen und darf bitte einmal die Christina Zietner noch um ihren Input ersuchen. Erstmal Dankeschön für die Einladung von seitens der Landesschülervertretung. Wir, die Landesschülervertretung, sind die gesetzliche Vertretung aller Schülerinnen und Schüler Oberösterreichs. Und während der letzten Jahre sind halt vor allem aufgrund der Corona-Pandemie viele psychische Erkrankungen an die Oberflächen gekommen. Und durch das Landesschülerinnenparlament haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit bekommen, ihre Themen, ihre Aspekte, die ihnen im Bildungssystem wichtig sind, mit einzubringen und somit ein neues und besseres Bildungssystem zu fordern. Auch dort im Schülerinnenparlament ist das Thema aufgekommen, dass eben psychosoziale Unterstützung gefordert wird und gebraucht wird. Seitens der Schülerinnen und Schüler kam es zu großem Interesse und dementsprechend sind folgende Anträge, die zu dieser Thematik gestellt worden sind, positiv abgestimmt worden. Dass das Schülerinnenparlament somit beigetragen hat, dass das Land hier weitere Investitionen tätigt, ist besonders erfreulich und nicht selbstverständlich. Es freut uns, dass wir mit der Bildungslandesrätin Christine Haberlander eine verlässliche Partnerin an unserer Seite haben und das somit deutlich zeigt, dass wir eine Person in der Politik haben, die uns zur Seite steht. Dankeschön. Danke. Ja, die Gesundheit ist schon angesprochen worden und die ist natürlich nicht nur jetzt Sekundäraufgabe der Schule, aber trotzdem einfach ein ganz wichtiger Schlüssel für ein gelingendes Lernen und eine gelingende Bildung. Und dazu gehört natürlich auch, Teil davon ist die psychosoziale Gesundheit. Und Sie haben es schon angesprochen, in den letzten Jahren ist die Offenheit dahingehend einfach sehr stark gewachsen. Also wir merken das wirklich, dass gerade die Jugendlichen, aber auch im Kinderbereich und die Erwachsenen sowieso einfach viel zugänglicher und offener sind, psychosoziale Unterstützung, die professionelle Hilfe auch in Anspruch zu nehmen. Und das womöglich sogar frühzeitig. Und insofern ist es etwas, das kann man natürlich als Psychologin nur bestärken, dass diese Tendenz in diese Richtung geht. Wir Schulpsychologinnen leisten gemeinsam mit dem psychosozialen Unterstützungsteam da auch einen Beitrag im schulischen Kontext, aber nicht nur. Wir haben darüber hinaus eben auch die Schulsozialarbeiter Kinder- und Jugendhilfe, die hier einen sehr wichtigen Beitrag leistet, genauso wie Betreuungslehrerinnen und diverse andere Hilfsmöglichkeiten, die dann einfach in den verschiedenen Regionen sehr individuell vorhanden sind. Wichtig ist es sicher, wenn jetzt größere oder kleinere Sorgen auftreten bei Kindern und Jugendlichen, dass sie einfach Ansprechpersonen haben, dass sie zuverlässige Ansprechpersonen haben und dass es einfach Bindungspersonen vor Ort gibt, zu denen ein Vertrauen besteht. Natürlich, wenn man jetzt Sorgen hat, groß oder klein, ist das Allerwichtigste zuerst einmal, dass man eine gute Freundin hat oder einen guten Freund hat, mit denen man sprechen kann. Oder andere Bezugspersonen im familiären Kontext, die sind natürlich ganz, ganz essentiell.
manchmal funktioniert das nicht, es passt vielleicht gerade nicht. Es geht vielleicht auch um Konflikte genau mit diesen Personen und da braucht es dann einfach Leute vor Ort, Menschen vor Ort, die zugänglich sind, die ein offenes Ohr haben, die sich Zeit nehmen, die zuhören und einfach gemeinsam Lösungen entwickeln. Lehrerinnen und Lehrer sind natürlich auch in einer beurteilenden Rolle und das passt halt vielleicht auch nicht mehr, auch wenn es auch durchaus vorkommen kann, dass womöglich die Lehrerin die Hauptvertrauensperson wäre. Aber insofern ist es einfach ganz wichtig, dass wir eben ganz viele verschiedene Möglichkeiten für die Kinder und Jugendlichen haben, dass sie andocken können, dass sie ankommen können und dass sie sich öffnen können. Und wie gesagt, es ist sehr schön, dass sie dahingehend einfach auch vieles getan hat und diese Offenheit auch immer weiter wächst, zu Recht. Es ist jetzt eben die Situation die, dass wir innerhalb der Schulpsychologie eben das psychosoziale Unterstützungsteam angegliedert haben und diese eine sehr, sehr niederschwellige Hilfe leisten, weil sie Präsenzschulen haben, in denen sie mehrere Tage pro Woche vor Ort verbringen. Das heißt, die können wirklich eine sehr solide Vertrauensbasis mit den Kindern und Jugendlichen und natürlich auch mit dem pädagogischen Unterstützungspersonal, pädagogischen Personal aufbauen. Und sie sind darüber hinaus auch an anderen Schulen als der Präsenzschule tätig, aber eben hauptsächlich an einem Schulstandort. Dieses Personal wird jetzt eben aufgestockt und das ist etwas, das uns sehr, sehr freut innerhalb der Schulpsychologie im Team, aber natürlich auch innerhalb der Bildungsdirektion und die Schulleiterinnen und Schulleiter genauso wie die Pädagoginnen und am allermeisten die Kinder und Jugendlichen werden sich darüber freuen und werden davon profitieren. Momentan sind wir in den Startlöchern und sind einfach im Rekrutierungsprozess mitten dabei. Wir hoffen auch auf viele Bewerbungen. Vielleicht meldet sich ja die eine oder andere Person, die gerne in diesem Kontext arbeiten möchte. Ganz besonders freuen wir uns auch über qualifiziertes Personal, das auch eine andere Erstsprache als Deutsch spricht, weil wir hier einfach einen besonderen Schwerpunkt legen, um einfach den interkulturellen Aspekt mit hineinbringen zu lassen und die Möglichkeit zu bieten, dass man wirklich in seiner Muttersprache sprechen kann. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass wir hier vom Bund natürlich auch, aber ganz besonders vom Land Oberösterreich die Möglichkeit bekommen haben, hier aufstocken zu können. Und freuen uns schon sehr, wenn wir dann wirklich ganz in die Umsetzung gehen können. Frau Landeshauptmann, Stellvertreterin, Sie haben es angesprochen. Die Schule ist für die Bildung da. Um gut bilden zu können, braucht es im Wesentlichen gesunde, aufnahmefähige Kinder, Jugendliche. Und Frau Magister Spitzbart, das ist ebenfalls angesprochen. Die Schule kann sich nicht um alles kümmern, aber um sehr vieles. Und für jede Aufstockung in jedem Bereich sind wir dankbar, auch aus Sicht der Kinder- und Jugendhilfe. Schulsozialarbeiter, Kinder- und Jugendhilfe wird in Oberösterreich seit dem Schuljahr 2013/14 angeboten in allen Bezirken und wir sind derzeit mit 74 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also Schulsozialarbeiterinnen in den Schulen tätig. Das heißt, wir erreichen bei 262 Pflichtschulen, dort wo wir sind, in etwa 48.000, 49.000 Schülerinnen und Schüler. Dass wir das nicht erreichen mit dieser Zahl, ist auch klar, aber das Angebot wäre zumindest für diese 262 Schulen gedacht. Dieses präventive Angebot der Kinder- und Jugendhilfe ist ein kostenfreies, ist vertraulich, solange es zu keinen Gefährdungselementen kommt. Und es ist ein wichtiger Partner für die Schülerinnen, für die Schüler. Aber die Schulsozialarbeit ist natürlich auch ein wichtiges Bindeglied zu den Pädagoginnen und zu den Pädagogen. Und wir haben es mehrmals vernommen, dass die Pädagoginnen und Pädagogen einen tollen Bildungsauftrag und nicht nur das erledigen, sondern in vielen Fällen auch als Vertrauensperson, als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung stehen und dort auch dadurch, dass man viele Stunden auch in der Schule verbringt, sehr, sehr viel auffällt und weitervermittelt wird auch an die Schulsozialarbeit, um sich dann um Themen zu kümmern, die nicht unbedingt mit der Schule selber zu tun haben, wie Sie es angesprochen haben, sondern durchaus aus den Eltern, aus den familiären Umkreisen ein Defizit herrührt, das sich dann im schulischen Alltag zeigt. Der Schwerpunkt unserer aufsuchenden Arbeit liegt in der Familienarbeit. Das heißt, die Kinder- und Jugendhilfe, die Schulsozialarbeit hat die Möglichkeit, mit den Familiensystemen dann zu arbeiten, unter Umständen auch gegen den Willen der Eltern. Das ist das Markenzeichen auch. Dort, wo wir Problemsituationen erkennen, Gefährdungselemente erkennen, da geht es nicht mehr wirklich um die Freiwilligkeit, sondern da muss die Kinder- und Jugendhilfe einschreiten. Die Schulsozialarbeit hat aber den Vorteil, sehr, sehr niederschwellig, unkompliziert in Anspruch genommen zu werden und auch im Vertrauen zu bleiben, sofern keine Gefährdungselemente dazukommen.
was sich zeigt, ist auch, dass die jährlich ca. 3.100 bis 3.200 Kontaktaufnahme, also die Schulsozialarbeitbetreuungen, durchaus von 57% der Pädagoginnen und Pädagogen auch in Anspruch genommen werden, also wo dort der Anstoß erfolgt. Das heißt, die Erstkontakte und wie ich schon gesagt habe, die Vertrauenspersonen sind oft wirklich die Pädagoginnen und Pädagogen, die dann gehen und sagen, bitte nehmt euch drum an, kümmert euch drum. Das können wir als Schule nicht leisten. Kinder- und Jugendhilfe, Schulsozialarbeit, bitte bleibt an dem Thema dran. Wohin, wenn oder aus welchen Gründen oder warum kommt jemand zur Schulsozialarbeit? Das ist dann, wenn Kinder und Jugendliche im Familiensystem nicht ausreichend gefördert, nicht ausreichend geschützt sind, um Schule und Lernen gut bewältigen zu können. Wenn Erziehungspersonen Beratung brauchen, also in der Schulsozialarbeit oder in der Schulsozialarbeit laufen auch durchaus die Eltern auf, wenn Kinder nicht mehr aus dem Bett kommen, wenn Kinder nicht mehr aufstehen, der Rückzug angetreten wird, Essen verweigern, Lernen verweigern, Schule generell verweigern. Wenn sich bei Kindern und Jugendlichen ein Sozialverhalten zeigt, das nicht adäquat ist, sei es mit Gewalt, sei es mit auch Drogenthemen, sei es mit einem solchen Rückzug auch in der Schule, wo kein Kontakt mehr, wo man Außenseiterfunktion oder Außenseiterstelle hat als Jugendliche oder als Kind. Dann dort, wo Themen, Konfliktsituationen die Schule einfach nicht mehr lösen kann, weil andere Systeme Gott sei Dank auch da sind und dort mit Integrationsproblemen, wobei hier die Integrationsprobleme gar nicht unbedingt auf den Herkunft, auf den Migrationshintergrund geht, sondern wo ein Kind oder wo ein Schüler oder Schülerin generell ein Problem hat, sich in die Gesellschaft zu integrieren und damit auch in die Schule zu integrieren. Ja, und angesprochen, was die Pädagoginnen und Pädagogen als Vertrauensperson, die sich Sorgen machen um ein Kind. Gründe oder was fällt uns auf, was sagen unsere Schulsozialarbeiterinnen, was so die auffälligsten Verhaltensweisen sind, warum sie kontaktiert oder berufen sind, zu helfen. Das sind diese Verhaltensauffälligkeiten, das ist die Delinquenz, das ist die Aggression, der Rückzug. Das hat, und wenn man ein bisschen vergleicht, vor Corona doch jetzt deutlicher zugenommen mit plus 13% auf 45% der Fälle. Das heißt, wir haben dort durchaus eine Zunahme. Lernschwierigkeiten, Leistungsabfall, ja, auch das ist nicht verwunderlich nach der Zeit, wo sich Eltern hätten kümmern sollen, dürfen, gerade um die Kleineren, den schulischen Erfolg nicht aus den Augen zu lassen. In vielen Fällen auch die Erziehungsüberforderung, das heißt, gegen 11% haben zugenommen die Erziehungsüberforderungen in den Elternhäusern. Das merkt man auch, ich würde mal sagen, gesellschaftlich. Und die Konflikte in der Schule unter den Schülerinnen, unter den Schülern haben auch deutlich zugenommen. Ich habe es eingangs erwähnt, die Wichtigkeit sagen, unterstreichen auch die Pädagoginnen und Pädagogen, das sagen auch die Schulpsychologinnen und Psychologen und unsere Schulsozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sind froh, dass es hier ein System gibt, das gut zusammenarbeitet, das nicht gleichzeitig in einer Schule ist, sondern wir haben so viel Bedarf, das heißt, es hat jeder mehr als genug zu tun. Wir wären froh, wenn wir das alles lösen könnten oder alles lösen würden. Aber wir sind alle bestrebt daran, auch weiterhin hier effizient und effektiv zu helfen. Warum? Weil die Komplexität der Fälle in den vergangenen Jahren doch deutlich zugenommen hat. Dort, wo es früher vielleicht ein Thema gegeben hat, dass ein Kind schulverweigert hat oder nicht mehr aufgestanden ist, kommt dann ja dazu entweder Magersucht, es kommt dazu Gewalt in der Familie, es kommen so viele Faktoren dazu, die, ich würde sagen, teilweise Corona-bedingt, aber teilweise einfach die gesellschaftliche Entwicklung, so wie Sie es angesprochen haben. Ja, und damit kann ich als Kinder- und Jugendhilfe nur sagen, jede Aufstockung, jede Stunde, die mehr in den Kindern und Jugendlichen zur Verfügung gestellt wird, ist wertvoll, begrüßenswert und hilfreich. Danke. Ich möchte schon unterstreichen, dass die sich natürlich insbesondere auf den Lehrplan und auf die Vermittlung des Lehrplans konzentrieren, aber auch ein hohes Interesse haben, wie sie denn auf Auffälligkeiten reagieren sollen, beziehungsweise auch eine Hilfestellung anbieten wollen. Und da bieten wir natürlich eine Hilfestellung als Bildungsdirektion mit den pädagogischen Hochschulen, das Education Group, wo wir versuchen, Angebote der Weiterbildung zu schaffen, damit sie auch entsprechend weiterverweisen können, im Erstfall kompetent sind zu reagieren, beziehungsweise auch die Fähigkeiten haben, Dinge wahrzunehmen, auch
insbesondere wenn es um das Thema Medienkompetenz auch geht, dass wir hier immer darauf schauen, dass die Pädagoginnen und Pädagogen auch gut ausgebildet sind und eben die entsprechenden Weiterbildungsangebote für diese zur Verfügung stellen, um sie selbst oft als Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer eben auch zu unterstützen in ihrer Aufgabe.